Willkommen zurück, liebe Damen und Herren. Wir schauen uns weiterhin einmal eine Arena mit dem Deck, das uns nicht ganz so glücklich macht. Nein. Wir sind uns darüber bewusst. Es freut mich schon, aber es ist nicht das optimale Deck, was ich mir vorstellen kann. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt nicht ein gegenwärtiger Gegenstand, aber ein Anfanger. Na, ein würdigen, ja, leider. Ich war angstig davor. Und ein gegnerischer Paladin. Ja. Unglaublich. Ja. Die natürlich nicht die gleiche Karten haben soll, wie wir haben. Ich hoffe nicht, dass die dieselben Karten haben wie wir, weil das war eine Katastrophe. Ja, ich glaube, das wird ein langes Spiel dann. Dann kommen wir auf die letzte Karte und dann stehen wir beide da von, ja, was machen wir jetzt? Aber okay. Ja, geh weg. Alles weg. Ja. Ich hoffe mal, dass wir zumindest irgendwas mit 1 oder 2 kriegen. Nee. Ja, danke. Gut. Gut. Schauen wir uns mal an, was der Gegner spürt. Er spürt nichts. Das gefällt mir super. Ein Geheimnis ist immer gut, um Angst zu verursachen, aber diese Geheimnisse, die wir haben, ist nicht. Das in Verbindung mit dem ist nicht gut. Ja. Nein, jetzt fällt es. Weil. Ich kann dann nächste Runde, wenn er den nicht killen kann, kann ich die zwei gewinnen. Sehr gut. Gefällt mir super. Das ist was uns optimal ist. Jetzt sind wir genau dort, wo ich eigentlich bin. Zwei Geheimnisse, ja. Der Mann weiß nicht, wo er hingehen soll. Ja. Er weiß ganz genau, was er da macht. Ja, aber er hat wenig Chance. Heldenopfer, der hat einmal mal Schüttel, aber. Der stirbt jetzt. Das muss jetzt eigentlich das nächste Geheimnis auslösen. Das heißt, der wird hochbufft um 3-2. Das war mein Plan. Jetzt haben wir einen Kampfierer da liegen. Schauen wir mal weiter, ne? Segen der Weisheit. Den will ich noch nicht spüren. Nein, ich will den spüren. Ist besser, ja. Was hält die Zukunft bereit? Und ich will den da killen, weil dann bleibt mir der fix über den anderen. Und der hat Wind Fury drauf. Das müsste halt eigentlich optimal sein. Viele Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, komisch, warum greifst du mit dem nicht direkt an? Ja. Nur eine würde ich scheißballenden Karte bekommen, wie diese. Ja. Ich sag diese. Da war ich schon Angst, ich war schon mal an. Das passiert. Grundsätzlich passiert das mal. Ja. Ja, aber jetzt muss ich mir eine Karte spielen und da hat er wieder die Karte mehr, weißt du, und ich hasse das. Ja. Muss ich ehrlich sagen, jetzt tut er dir mit seiner. Ja, klar. Und dann hat er die Starkere da stehen und was haben wir? Scheiße. Klar, wir haben jetzt gerade nicht viel, aber die ist jetzt. Ja? Und sicher, er hat sicher. Da jetzt ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Ja. Ja. Und jetzt spüre ich was für einen nicht ganz so praktisch ist. Und zwar das normale Berserker. Schauen wir mal, was er dann tut. Es ist erst als 5 Karten wie 3. Ich fühle mich immer nicht so gut dabei. Geheimnis ist super, weil wir haben einen Counter dafür. Oh, aber er hat. Boah, der hat viel Gottesschild gekriegt. Ja, leck mich am Arsch. Das sind lauter Paladin-Karten. Meine Damen und Herren, lauter Paladin-Karten. Wir holen uns mal. Hoppala. Wir spielen mal. Ja, warte mal, on play. Ja. Spielen wir das. Dann spielen wir die Mystiker. Das Licht scheint auf jeden. Ciao. Und dann. Direkter Angriff wurde nicht, weil die andere ist scheiße. Das ist die Frage. Du könntest auch kein Schild wegholen, aber. Will das? Schauen wir mal, was das Secret war. Rächer. Wenn einer stirbt. Hm. 4 und 2 sind 6. Vielleicht schon, weil dann. Die
Buff dabei und alles. Und es ist, hat er 4 zum. Ne, 5 zum. Ich zum, frage mich, ob. Dann tut er jeden, die da steht. Ja, ich glaube, ich mache einmal anschauen. Ich glaube, das zahlt sich aus. Ich glaube, das zahlt sich aus, ja. Hm. Ich muss sterben, wenigstens. So stirbt wenigstens einer. Von B2. Ja. Hm. Ja, ja, hast du recht. Trotzdem. Schauen wir mal. Es ist was er tut nicht damit. Optimal. Er muss Fehler machen oder keine gute Karte bekommen, was er wahrscheinlich nicht hat. Er hat nur gute Karte. Im Vergleich mit uns. Schauen wir mal, schauen wir mal. Es ist nur eine Frage. Ich finde es ja sogar teilweise nur ganz interessant. Gut. Also vor allem, da haben wir schon die Karte. Siehst du, was ich meine? Diese Scheiß. Ja, stimmt schon einer. Kommt dann wieder zurück, zwei, ich weiß, aber... Ja, sehr gut. Sehr gut. F5. Jetzt schauen wir mal. Aber jetzt kommt alles auf ihn. Klar. Aber stimmt gut. Stimmt zumindest alles. Ja, sammeln. Oh, der ist schlecht. Der ist schlecht. Und das ist super, weil jetzt spielen wir nicht gleich einen Bomber. Ja. Wir können nur hoffen, dass er wirklich gut trifft. Ja, ja. Na, geh weg! Ah, geh weg, Trottel! Ja, super! Ja. Super, zumindest die zwei. Das war nicht weg. Ach, aber zwei waren schon wichtig, dass er zumindest tut. Der Baum war der Wahnsinnige. Hat uns gleich wieder mal selber. Das ist nicht das erste Spiel, war das letzte Spiel auch. Das haben sie vielleicht nicht gesehen, weil Jules, also der McLeanbringer Industries, ist ein Mittelgefehler geschlagen hat. Aber trotzdem, das war nicht optimal, das letzte Spiel. Ach schau, das ist die Karte, die ich angefangen habe. Das bin ich trotzdem froh zu schauen, dass nicht alles, was gefragt wird von der Holländer, Scheiß ist, so gesagt. Ja. Es bringt auch etwas. Es bringt auch etwas, aber wir sind beide auf A-Karten herunten. Schauen wir mal, was der Gegner hat. Ich hab da jetzt schon was, aber. Da kommt die Karte, wo wir alle Angst vor sind, natürlich. Wo wir zwei davon eigentlich drin haben. Wo wir zwei davon drin haben. Und das keine gesehen haben. Keine gesehen, ne? Ja. Ja, du musst deinen Ritter reinrufen. Weil. Ja. Melde mich zum Dienst! Du Pflicht jetzt eigentlich. Was haben wir da noch? Warte einen dieser aus. Sieht jedes Mal eine Gatte, wenn er angreift. Ja. Ja. Eine Gatte extra ist eh nicht schlimm, aber. Ich muss warten. Ja, warte damit dann. Schau mal, was er macht. Weil anders tut er ja gleich. Der Person, die das hat, die denkt. Auf die Person. Du hast recht. Nee. Es tut gut. Ich weiß, dass du das wieder bist. Ja, ich weiß. Du hast recht. Es tut mir so weh, aber ich muss die Situation da lösen. Das ist der Beste, was du machen kannst. Ja, er killt jetzt sicher den. Das war klar. Ja. Er killt den. Ja. Da bleibt immer gar nichts anderes übrig. Und ich kill dann den mit dem. Ja. Er weiß, jeden und weiß, jetzt was ihm geht. Und jetzt sind wir halbwegs gut dabei. Weil jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Hoffentlich killt er den. Nein. Okay. Macht nichts, weil wir killen den. Ja. Ja. Machen wir sowieso. Muss. Und jetzt buffen wir den. Muss. Wir brauchen dringend Karten. Ja. Wissenschaftler. Okay. Was ist das? Wird so voll gespielt, das ist das Sequel. Und wir spielen zu. Jetzt haben wir die Überhand. Jetzt. Aber er ist zumindest der Runde auf 5. Wenn er den killt, dann ist er weg. Ja, bitte. Ja. Wird auf jeden Fall nur wenn er noch mehr von dieser goldenen Skatte und hoffentlich ich habe so viel Geld, dass ich alles kaufe, was ich brauche. Ja. Scheiße. Holy crap. Dann. Und da kommt noch was. Ja. Mein Schild für alles. Ja. Okay, aber ist auch nicht tragisch.
Interessant. Ja. Sehr interessant. Trotzdem eine schöne Karte. Schöne Karte. Es war verpflichtet fast, aber in dieses Moment, jetzt können Sie mir diese die Sechse nehmen. Ja. Den nehmen wir zurück. Ganz du nimmst noch eine neue. Nehmen wir Daughter of the Secret. Was haben wir für Secret? Heldenopfer. In den Kampf. Das wird noch interessant, weil wenn er jetzt keine gute Karte mehr bekommt, dann wir eigentlich gewonnen. 14, 13. Das ist ein gleiches Spiel. Er schaut, er ist panisch. Das ist kein Gute. Ja, da kommt der Mann. Wir haben zwei davon in das Spiel und das ist das Moment. Das ist das Moment. Dann glaubst du am Anfang, wir haben eine scheiße Karte entscheiden bekommen, aber nein, das Spiel, das gibt so, uns zurück, was Herren, wir gehören. Wir stehen kurz davor, dass wieder ganz interessant wird, weil jetzt kommt das Heldenopfer und wen wird er buffen? Niemanden. Als Heldenopfer kann keinen buffen, aber der Sieg gehört uns. Ja, er hat's gemerkt, das war ein wunderbares Spiel. Es war knapp, es hat ausgeschaut, wir verlieren. Aber es ist ja trotzdem diese Karte, um am Abschluss zu machen, machen wir das Ende. Das entscheidet alles. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Herzlichen Dank. Servus.